herzlich willkommen aus dem RE1-Studio. Wir begrüßen euch heute zu einer Sondersendung mit dem Titel Echte Freunde. Echte Freunde ist der Titel eines Films, der vor 10 Jahren bei uns im Außerfern gedreht wurde. Das Außerfern war aber nicht nur Filmlocation, es wurden auch einige Personen aus unserer Gegend ausgewählt, um bei dem Film als Schauspieler mitzuwirken. Und dazu begrüße ich heute ganz herzlich Christian Senn, Bertel Fuchs und Emanuel Degen. Freut mich, dass ihr alle gekommen seid. Emanuel, du warst ja damals Filmemacher, warst bei dem Projekt als Regisseur, Kameramann, Editor und auch als Schauspieler mit dabei. Man kann fast so sagen, also du hast noch 2 Kollegen dabei gehabt. Man kann schon fast sagen, war fast eine One-Man-Show in der Produktion. Hol doch mal unsere Zuschauer nochmal ab und erzähl uns, worum ist es denn in dem Film von der Handlung her gegangen? Ja, es ist darum gegangen, dass eigentlich der Karuan zurückgeholt wird als Personenschutz, um praktisch die Tochter von Bertel, also vom Günther, zu beschützen. Und der Dragoslav, der den Viktor gespielt hat, der viel, viel älter ist auch wie sie, also wie die Mona, wie der Charakter von der Mona, der hat halt eben versucht, sie irgendwie zu bezirzen und für sich zu gewinnen. Und der Günther wollte es aber nicht, der Vater von der Tochter natürlich, der will das nicht, das passt einfach nicht zusammen. Und der Karuan liebt ja eigentlich sie auch und deswegen, das ist halt dann so ein bisschen verwobenes Spiel. Mhm. Ja. Du kommst ja eigentlich aus der Gegend Raum Innsbruck. Mhm. Wie bist jetzt du auf die Idee gekommen, den Film bei uns im Außerfern zu drehen? Ma, eigentlich habe ich da mit dem Ado Dullas drüber geredet, Adem Dullas, einen Actionfilm machen zu können. Er wollte da unbedingt was machen. Er hat noch nie wirklich einen Film gedreht und hat da irgendwie eine Chance gesehen, dass wir zusammen was machen könnten. Und hat dann eben auch den Bertel vorgeschlagen. Und ich glaube auch, der Bertel hat dann auch den Christian vorgeschlagen oder irgendwie so war es dann, glaube ich, ja. Und der war lässig, also sind tolle, tolle Leute, tolle Charaktere dann auch für den Film, glaube ich. Und deswegen habe ich mir gedacht, das könnte toll werden so. Der Christian und der Bertel sind eigentlich beide keine Schauspieler. Im Nachhinein, wie bist jetzt du zufrieden mit der schauspielerischen Leistung von den beiden? Super, waren beide super, wirklich, ja. Besonders die zwei waren echt wirklich gut. Ja? Ja. Als nicht professionelle Schauspieler, also ja, haben sie es super gemacht. Ja, ja. Christian, was hast denn du für eine Rolle in dem Film? Meine Rolle, der Bertel, bei mir ist Telefon gegangen zu Hause und er sagt, wir brauchen da Auto, ein gescheites Auto. Und dann habe ich gesagt, ja, Bertel, wenn du das brauchst, dann machen wir das, ganz klar. Und dann bin ich über das Auto eigentlich zu einem Hauptdarsteller war, wird Jungfrau zum Kind. Und ich muss sagen, es war sehr lustig. Also es war eine unglaubliche Erfahrung und sehr lustig. Aber ich glaube, da werden wir noch mehr davon hören. Und der Charakter? Ich war der Beschützer, ich war der Security vom Bertel. Mhm. Und Bertel, was war deine Rolle in dem Film? Ja, ich musste der böse spielen, der Viktor. Und Tochter. Günther, Entschuldigung, der Günther. Und Tochter beschützen und sie haben gleich erkannt, die blöde Herr passt zu mir und darum hat man mir wahrscheinlich auch vorgeschlagen. Über das schauspielerische Talent wollen wir uns jetzt natürlich persönlich überzeugen und dafür schauen wir jetzt kurz einmal direkt in den Film rein. Der Karuan, das wäre mein Lieblingsschwiegersohn. Darum holen wir ihn jetzt auch. Mir wäre am liebsten, wenn die zwei wieder zusammenkommen würden. Traust du mich? Ich nicht. Finnlinge, wir haben das vorher. Er hat mich nie enttäuscht. Und ich möchte, dass du ihn unterstützt und auch ab heute, dass du ihn überall hinführst, wo er hin will. Soll es gut gehen bei mir? Du bist der Chef. Ich traue ihm nicht, aber ich werde ein Auge auf ihn werfen. Ja. Aber du kannst mir glauben, mein Bauchgefühl verlässt mich heute. Er hat mich noch nie enttäuscht. Okay. Aber du bist mein bester Freund. Du passt auf mich auf. Ich vertraue nur dir, das weißt du. Wie lange ich das noch machen kann? Bis zum Ende. Christian,
Christian, wie schwierig war das denn, so ernsthafte Szenen zum Spielen? Schwierig war es oft deswegen, weil wir im Hintergrund brutal viel gedacht haben. Und es war einfach sehr witzig oft. Und dann kommt wieder Klappe und tot ernst und es geht jetzt wieder weiter. Und gerade wenn man sich selber noch gut kennt, war das manchmal nicht ganz so einfach. Aber war eine schöne Erfahrung, muss ich sagen. Ja, und die haben viel gelacht scheinbar, einen Haufen Spaß gehabt. Wie lange hat man dann immer gebraucht, bis so eine Szene dann irgendwann nochmal im Kasten war? Ja, das waren oft schon einige Stunden. Ein paar Stunden, ja. Das waren einige Stunden. Für eine Szene? Ja. So wie da? Ja. Mhm. Was waren es Schwierige dabei, dass das dann oft so lange gedauert hat? Die Vorbereitung, die ganze, ja. Man muss sich das vorstellen, wenn du kein Schauspieler bist. Wenn du jetzt zum Beispiel den Hängerknopf aufhörst, weil warm war, gerade bei einer kurzen Pause, dann hast du noch ein bisschen zu, dann passt du nochmal zu der Szene. Oder wenn du etwas, ein Glas so stehen hast oder so stehen hast. Continuity, genau. Und dann hat man natürlich das wiederholt und das hat uns ja wahnsinnig aufgeregt. Da hat der Manuel sehr genau präzise drauf geschaut und die kleinen Fehler, wenn es nur ein Sekundenfehler eigentlich war, hat drei, vier Stunden Arbeit eigentlich zum Kaut, muss man schon sagen. Da waren wir noch. Ja, es war oft schon über die Dreharbeiten von einem Dreivierteljahr, wo der Film, wo das dauert hat, war oft schon das Hauptproblem, die Haare sind auch gewachsen. Du hast wissen müssen, was haben die damals angehabt, wenn das vier Wochen später weitergedreht wird. Ja. Und das Wetter stimmen müssen ungefähr, also, soweit man das sagen kann, aber du hast die gleiche Haarlänge gebraucht, das gleiche Hemd gebraucht, du hast einfach, dass das zusammenpasst wieder. Und wie war das damals? Das war schon interessant. Man muss natürlich schon sagen, die Hader-Ding war ja eine Profi-Schauspielerin. Die Yvonne, ja. Die Yvonne Hader ist ja, hat Schauspiel studiert und die hat zwar noch, die hat sehr viel. Die Mona, ihre Tochter, der riesen Talent. Hat sie Unterstützung gekriegt? Ja. Also die hat gleich gesagt, das liegt falsch oder hat da dazu geschaut. Sind schwer gegangen. Nein, die Yvonne war da sehr dahinter und ihre Tochter hat wirklich ein großes schauspielerisches Talent, finde ich. Ja. Und hat es super gespielt, deine Tochter. Und natürlich sind ja oft da wirklich lange Szenen, also von vielen Seiten, die man erst einmal drehen muss. Deswegen dauert es teilweise auch 5-6 Stunden, bis du eine Riesenszene im Kasten hast, also je nachdem. Christian, du hast ja damals so einen Fiesling gespielt eigentlich. Bist ja sonst eigentlich ein ganz netter, freundlicher Mann. War das schwierig für dich in so einer Rolle von so einem Bösewicht? Ja, ich war der Beschützer des Fieslings. Ja, aber so normalerweise passt er eh im richtigen Leben auf mich auf und jetzt habe ich einmal auf ihn aufpassen dürfen. Das war schon sehr, 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 sehr lustig und interessant. Und ja, aber ich glaube, wenn man dann im Film das sieht, also die größten Patschen waren wir nicht. Bartel, wenn man dich richtig kennt, weiß man ja eigentlich, dass du auch ein ganz netter Kerl bist in Wirklichkeit. Aber du kannst ja auch mit deiner Art und Weise und deiner Statur und so weiter auch relativ einschüchternd wirken. War jetzt die Rolle für dich als Fiesling so ein bisschen fast schon auf den Leib geschrieben? Nein, das ist ganz was anderes, das richtige Leben und der Film. Wenn jetzt gerade die Rolle, was ich gespielt habe, wenn wir die jetzt ernst nehmen, Tochter und dieser Fall viel älter, Unterwelt, Drogen und das ganze Zeug Millet. Jeder, der mich kennt, bei dem richtigen Leben, ist das ein Kindergarten. Dann wäre der Film nicht ausstrahlbar um 20 Uhr. Gar nicht ausstrahlbar, aber das ist nochmal, wenn man die Ernsthaftigkeit sieht, die Wirklichkeit, wenn es wäre, kannst du das ja gar nicht so spielen, weil es wäre ja, wenn das richtiger, wenn das richtig drehst, wäre wahrscheinlich heute zugelassen, was mir da, was jeder Vater tät wahrscheinlich. Es ist schon, ich glaube, ein bisschen zwischen Realität Action-Komödie. Es ist schon ein bisschen eine Comedy auch. Der Film ist schon ein bisschen mit einem Augenzwinkern auch. Es ist jetzt nicht todernst alles. Also es ist schon, allein schon der Drago, der da den Victor spielt, bringt da eine Lustigkeit mit sich. Die Nein, aber jeder hat so ein bisschen einen Humor, glaube ich. Jeder Charakter und überhaupt der Film hat dann einfach ein bisschen einen Humor. So, ja. Schwierig ist ja das zum Spielen. Wir wissen ja etwas zum Spielen. Da muss man vorstellen, da kommst du aufs Set, leg das und das an, dann kommst du, nachher, du spielst das, du weißt gar nicht, was du spielst. Und dann sieht man da, bei mir war das Problem, wenn man aus der Ferne ist. Ja. Da haben wir viel gestritten. Schön gesprochen.
Die Jona wollte Hochdeutsch, das kommt gar nicht hin. Also da sind, aber du hast ja darauf bestanden, ja, eigentlich, bestanden, dass du im Dialekt redet hast. Ich bleibe der Dialekt, das habe ich aber von Anfang an. Und dann schon ein paar Probleme gehabt, haben wir schon Streitigkeiten gehabt. Aber trotzdem schöner, ich finde jetzt, du bist sehr, sehr gut verständlich und ich glaube, du hast dich trotzdem bemüht, einfach ein bisschen schöner zu sprechen. Ja, das ist schön. Jetzt nicht zu sehr außer Fernreich oder ja, halt reuternerisch. Das ist natürlich schön. Haben die Rink irgendwie speziell auf die Dreharbeiten im Vorfeld vorbereitet? Haben wir probiert, aber das ist alles in die Hose gegangen, weil das, was wir wollen, und das hat es ja nicht gegeben. Natürlich, wenn du unerfahren bist. Mona war Profi, die hat halt alle gesagt, das muss so und so. Das sind wir ja selber gar nicht. Ich glaube, schwieriger war für den Regisseur, dass mir das Drehbuch 10-mal umgeschmissen hat. Ja, wie? 10-mal umgeschmissen? Also. Immer wieder, was Neues, da was, da was. Ja, da was. Ich meine, ich glaube... Man hat natürlich improvisiert nachher. Man hat ja, muss sagen, man hat ja auch nichts gehabt, die Beleuchtung, man weiß nicht, das Wetter schlecht, sehr wenig, sehr, wenig, kriegen. Ja. Sehr minimalistisch ist ja das ganze Getränk. Oder wenn man wo es in der Krause war, wo das Licht ausgefallen ist, Strom ausgefallen ist, das kannst du alles nicht planen. Nein, nein. Und dann war es dunkel, wie du richtig sagst, bei mir soll es wiederholen. Ja. Das kannst du ja gar nicht planen. Und nochmal, wenn du kein Schauspieler bist, und das sind wir nicht. Ja. Erzähl uns doch einmal, Emanuel, von deinen Mitteln, die du gehabt hast. Was waren Budget, was waren Ausrüstung, was ist dir zur Verfügung gestanden? Eigentlich nicht viel, gell? Ich glaube, ja, ich glaube, wenn man das jetzt, selbst wenn man einen Independent-Film dreht, wenn du das anderen Filmemachern erzählst, unter was für Umständen du diesen Film drehst, nur dazu dann irgendwie nur einen Actionfilm so ein bisschen, und dann glaube ich, würden die wahrscheinlich mehr oder weniger belächeln und sagen, was mit der Kamera willst du es drehen und mit keiner Ausstattung von Licht oder wie auch immer. Also es war ganz minimalistisch. Es war wirklich ganz, ganz, ganz einfache Umstände. Mit der Panasonic HVX200 haben wir gedreht. Das ist eigentlich auch eine semi-professionelle Kamera. Und mit kaum Lichtequipment, also keine Arri-Lampen oder sonst irgendwas. Wir haben wirklich ganz oft einmal eine schöne Beleuchtung gehabt, so wie das halt gegeben war. Aber wirklich ganz minimalistisch, wirklich. Warum steckt man sich dann trotzdem das Ziel, einen Film zu drehen, einen ganzen, mit diesen wenigen Mitteln? Ja, für mich war es einmal interessant, ein bisschen mehr so in die Action-Richtung zu gehen. Andere Filme haben das auch ein bisschen gehabt, aber das war jetzt sicher sehr in die Richtung. Wirklich da immer wieder Kampfszenen, Verfolgungsszenen zu zeigen, wie wahrscheinlich jetzt noch nie davor, was ich gemacht habe. Und immer gedacht, der Ado wollte es unbedingt machen eben. Ich habe mir dann gedacht, okay, dann machen wir es, probieren wir es mit den besten Mitteln, die wir haben. Und so ist halt dann der Film mehr und mehr entstanden durch die Schauspieler, die beide, finde ich, wirklich das super gemacht haben, weil sie einfach wirklich total natürlich waren. Ich finde wirklich, der Bertl und der Christian waren total natürlich als Schauspieler. Denen hast du nicht sagen müssen, großartig, mach ein bisschen weniger oder das ist zu viel oder so, weißt, dass jemand übertreibt beim Schauspielen. Die haben das super gemacht, als hätten sie es immer gewusst, so in der Richtung, ja. Ja, entstanden ist am Ende dann ein fast 2 Stunden langer Film. Und der Film wurde dann sogar in Innsbruck im Kino gezeigt. Die Premiere wurde da gefeiert. Und wir waren bei dieser Filmpremiere ebenfalls in Innsbruck mit dabei und zeigen euch jetzt einige Eindrücke von diesem superschönen Premiereabend.